Willkommen zum Impulssender. Wir reden heute über einen Film namens Der Hauptmann und wir, das sind in diesem Fall Ben und Phil. Hallo. Und ich. Guten Tag. Hallo. Der Hauptmann. Film. Ja. Phil hat sich diesen Film ausgedacht. Vielleicht hätten wir also, verschiedentlich. Das ist ein bisschen viel des Lobs. Ich habe ihn mir ausgesucht. Ich bin erkältet, das liegt alles da dran. Ja, ja. Du hast dir den Film ausgesucht. Genau, ich habe mir den ausgesucht. Ja. Und bevor du sagst, warum, möchte ich den Film ganz kurz beschreiben. Der Film ist, könnte man sagen, er heißt ja auch schon Der Hauptmann, so ein bisschen wie Der Hauptmann von Köpenick, nur ungefähr 40 Jahre später und ein bisschen tödlicher. Das wollte ich fragen, weil ich kenne die, also ich kenne den Hauptmann von Köpenick nicht wirklich, außer irgendein Typ zieht sich eine Uniform an und dann halt nehmen ihn Leute für wichtig und tun, was er sagt. Mehr weiß ich von der Geschichte gar nicht. Aber das trifft's, ich habe die nie gelesen oder eine Verfilmung gesehen. Ja, aber wie drastisch der, ach so, nee, der seine Autorität ausnutzt, das weiß ich überhaupt nicht. Also ob der sich nur die Haare schneiden lässt oder so rumspinnt wie hier in dem Film. Der besetzt ein Rathaus und ich glaube, knackt dann da den Safe und raubt den Safe aus mit seiner Truppe, die er an Soldaten, die er am Wegesrand mitnimmt. Okay, also kein Massenmord. Nein, das ist eher, nein, eher ein ja, wie so ein bisschen wie hier der Fälscher Dagobert, der ist eher so ein kleiner Volksheld dann geworden. Ja. Ja. Und das ist hier etwas anderes. Aber was die beiden Filme gleich auch gemeinsam haben, ist, dass sie eben wahr sind. Also das wusste ich auch nicht, bis ich es hinterher recherchiert habe. Dass in der Wikipedia steht sogar, es ist eine Autobiografie ist ja falsch. Eine Filmbiografie über den Hauptdarsteller Willi Herold. Also sind auf jeden Fall wahre Begebenheiten. Wahrscheinlich, da es eine Biografie ist, sogar sehr genau. Und jetzt, Phil, erzähl doch, ja, warum hast du den Film schon ausgedacht? Also, die Tatsache, dass es auf wahren Begebenheiten beruht, ist tatsächlich Teil davon. Also zum einen, ich habe den Film gesehen und dachte mir, oh ja, krass, da hat jetzt einer, hat sich einer irgendwie mal rangesetzt und wollte halt filmisch festhalten, wie verrückt so die letzten Kriegswochen waren und wollte ein bisschen was erzählen über Obrigkeitshörigkeit und so. Und als mich der Wikipedia-Artikel dann aber hier geleitet hat, so, ja, es gab den Typen wirklich und er hat wirklich, also irgendwie dieser, weiß ich nicht, 19, 20-jährige Hansel der einfach so eine Offiziersuniform gefunden hat und dann irgendwie so völlig freigedreht hat und irgendwie eine dreistellige Anzahl an Menschen umgebracht hat, dass das wirklich stattgefunden hat. Finde ich verrückt. Ja, ich musste da schon so manchmal an Tarantino denken, so in Glorious Bastards oder so. Ja, also ich meine, der Film, das ist ja schon ein Film. So. Ja, also ja. Und es gibt ja auch Szenen, die ganz eindeutig überzeichnet sind. Also der Regisseur hatte jetzt, glaube ich, nicht versucht, alles irgendwie möglichst wirklichkeitsgetreu darzustellen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der irgendwie, weiß nicht, fast 200 Menschen umgebracht hat. So, weil er es halt geil fand, Anweisungen zu geben, so, und irgendwie da sein, weiß nicht, was für ein Gottkomplex der da ausgelebt hat. Und die Leute haben es alle gemacht. Also ja, auch verrückt, ja. Ja, finde ich eine verrückte Geschichte. Ja, schon, ziemlich.
Also eben, und auch noch dazu kommt, dass der Typ halt, das war ja noch ein halbes Kind, so. Ja. Und das dann hinzukriegen, irgendwie mit so einer, also, weil du musst ja dann auch entsprechend auftreten können, so, das finde ich schon, ich finde es eine bemerkenswerte Geschichte, ja. Ja, gut. Bevor wir jetzt zu sehr schon in die Inhalte gehen, würde ich erst noch mal ein bisschen über die Produktion und Cast reden. Ja. Kannte den von euch vorher schon jemand? Ich habe es vergessen. Ich habe es bestimmt schon mal gefragt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ihn schon mal gesehen, ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den angeguckt habe. Ich glaube, der wurde mir mal bei Amazon vor langer Zeit empfohlen als Prime-Film und ich habe dann einfach reingeguckt und mich hat er dann auch ziemlich gebannt, muss ich sagen. Und ich habe danach auch dann auch bei Wikipedia und so weiter dann die tatsächliche Geschichte nachgelesen über diesen Typen und was der gemacht hat, weil das hat mich dann schon interessiert, wie nah der Film an der Wirklichkeit war und was dieser Typ da tatsächlich gemacht hat in seinem Leben. Ich kannte ihn noch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der Typ ist jemand, der vielleicht dann nachher Sympathie verdient, aber das geht ja tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Ja. Ja. Weil am Anfang kann man ja so den Eindruck haben, weil kommen wir dann auch gleich vor, der wird ja am Anfang so gejagt und so. Ja, aber nee, ich kannte ihn noch gar nicht. Ist ein Deutsch, Polnisch, war noch ein drittes Land dabei. Französischer Film. Von Robert Schwentke. Den Regisseur kenne ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Es gibt aber, also ich habe noch mitbekommen von ihm, gesehen habe ich ihn nicht, aber der war damals so groß. Tattoo, das war so ein großer deutscher Film irgendwie. Und was man aber vielleicht kennt, ist Red hat er gemacht. Diese Filme mit den alten Action, also damit meine ich nicht hier die Expendables. Nicht die Expendables, doch, sondern mit Bruce Willis und Morgan Freeman, stimmt, und so weiter. John Malkovich. Helen Mirren. Ja, genau. Okay, nee, den kenne ich auch nicht. Der war tatsächlich auch ein sehr guter Film. Oh doch, der war gut. Den habe ich auch gern gesehen. Und was er auch gemacht hat, was gar nicht so gut war, ist R.I.P.D. Falls den einer von euch gesehen hat. Nee. Das hier mit Jeff Bridges und Ryan Reynolds und die sind irgendwie untote Polizei. Und das war kein, klang vielleicht lustig in seinem Kopf, aber das war kein guter Film. Okay. Ja, genau. Also das heißt, er macht nicht nur deutsche Filme, sondern ist tatsächlich auch in Hollywood offensichtlich bekannt. Ja. Geboren 1968 in Stuttgart. Hat aber auch einfach Tatort viele gemacht, wie man hier in der Wikipedia sieht. Also sowohl in Deutschland aktiv als auch in den USA. Ja, und der Hauptmann, wie gesagt, deutsch, polnisch, französische Koproduktion. Ja. Genau, Drehbuch hat er ja auch gemacht. Und sonst dachte ich dachte aus dem Produktionsteam, dass ich den Kameramann kenne. Ja, weil das ist aber der Vater wahrscheinlich, kennt man ja. Genau. Ja, Florian Ballhaus ist der Sohn von dem berühmten Michael Ballhaus. Ich glaube, der ist gar nicht mehr. Ich glaube, der ist gar nicht mehr. Lebt er überhaupt noch? Ich glaube nicht. Egal, aber der war ja ganz lang wirklich sehr berühmt. Mit weiß nicht, Coppola und Scorsese und so weiter arbeiten können. Ja. Genau, und das ist sein Sohn. Genau. Ja, genau, der Name ist mir auch direkt ins Ohr gestiegen. Nein, ach Gott, mein Gott. Zu Kopf gestiegen. Also der ist mir hervorgehoben worden vor meinem geistigen Auge. Und der Vater lebt tatsächlich nicht mehr, ist 2017 gestorben. Okay, ja. Apropos 2017. Der Hauptmann ist von 2017. Ja. Wurde zuerst auf einem Filmfestival in Kanada gezeigt, Toronto Film Festival, und kam dann erst 2018 im März in die deutschen Kinos und in den USA noch ein bisschen später, endlich kommt man was bei uns zuerst, am 27. Juli 2018. Und er hat auch auf Rotten Tomatoes, ich habe jetzt auf IMDb nicht geguckt, aber auf Rotten Tomatoes ziemlich gute Bewertungen. Also so um die 80, in den 80ern ist der drin. Gut, freut mich. Ich glaube, der hat auch generell gute Bewertungen bekommen. Also auch in den Medien, Filmmagazinen und so weiter. Und ich
glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der hier das Prädikat besonders wertvoll bekommen hat. Ja, hat er. Habe ich auch gelesen. Ist übrigens die zweite Verfilmung schon von diesem Stoff. Der erste ist, habe ich vergessen, und hat auch das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Okay. Ja, 83% auf Rotten Tomatoes. Ich musste erst suchen, weil natürlich steht da nicht der Hauptmann, sondern The Captain. Und auch Audience Score 84. Also ziemlich gleich. Ah. Offensichtlich. Was ja nicht immer der Fall ist zwischen diesen beiden Zahlen bei Rotten Tomatoes. Ja. Ja, das stimmt. Ja, dann vielleicht noch zumindest, dass wir mal den Cast durchgehen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ja, ich kenne gar nicht so viele. Ja. Ah, doch, also eine kleine, also nicht mal eine Handvoll, aber ein paar kenne ich doch. Aber den Hauptdarsteller zum Beispiel, mir völlig unbekannt. Hm. Nee, den kannte ich auch nicht. Also hier Max Hubacher. Hm. Ja, aber ich muss halt auch gestehen, ich sehe einfach nicht so viele deutsche Produktionen. Ja, das würde ich genau bei mir auch so sagen. Das ist halt dann nicht hilfreich. Niemand davon hat bei Dark mitgespielt. Ja, dann. Genau. Aber ach so, und der ist ja sogar Schweizer. Max Hubacher ist Schweizer und du musst dann noch sagen, der spielt Willi Herold, denn diesen Namen werden wir jetzt noch mehrmals hören. Der spielt Willi Herold, der Hauptdarsteller. Genau, den Bösewicht. Den gefreiten Willi Herold. Genau. Ja. 19 Jahre alt. Ja, genau, total jung. Also, aber war der ja auch. Also, ja, genau. Ja. Passt ja. Nur der Max Hubacher übrigens nicht, der war fast 30. Also, wie das immer so ist bei Schauspielern. Aha. Gut, aber. Aber ich finde, das hat man ihm jetzt nicht. Also der ging schon durch als 20-Jähriger. Ja. Das ging Marty McFly auch. Ja. Ja, das stimmt. Und wen ich aber kannte, ist hier Frederik Lau. Also an dem bin ich als Schauspieler nicht vorbeigekommen. Der hat auch, glaube ich, den meisten Credit von allen, habe ich gesehen. Der hat am meisten mitgespielt bei vielen Sachen, gell? Genau, weil ich habe den, wie hieß das denn? Es gab mal diese deutsche Polizeiserie, die habe ich mir sogar auf Videokassette gekauft. Da gibt's ja nur eine. Nein, das war so eine Limited Derrick. Series. Derrick. Nein, hier von Dominik Graf. Ach, wie hieß das denn? Das Tatort. War gar nicht, das war... Nein, im Angesicht des Verbrechens, genau. Okay. So hieß das. Ja, das war so eine, weiß nicht, 8-10-teilige, das war, glaube ich, mal so ein deutscher Versuch für so eine HBO-Style-Limited-Quality-Series. Und war tatsächlich ziemlich gut, ja. Vielleicht, oh Gott, hoffentlich verwechsel ich den jetzt nicht. Doch, natürlich verwechsel ich den. Ich wollte mich gerade sagen. Es steht nein, ich verwechsel hier, den, das nicht in seiner Liste. Ich verwechsel den mit dem, ja, ich verwechsel den mit dem Zerfeld, mit Ronald Zerfeld. Naja. Naja, hat trotzdem den meisten Einträge der Wikipedia. Ja, aber das, ja. Ich glaube, aber eher, das Gesicht eher und noch ich einer, auf jeden Fall. Ja, der hatte gefühlt in jedem zweiten Tatort mitgespielt. Ah, guck mal, der hat auch bei Die Welle Anfang mitgespielt. Anfang der 2000er. Mhm. Ah, ja. Mhm. Mit Jürgen Vogel. Ja. Habe ich auch nicht gesehen, aber ist bekannt, würde ich sagen. Hm. Ja, ich kenne nichts davon. Ach, aber ja, natürlich. Jetzt sehe ich die Serie, aus der ich ihn kenne. Four Blocks. Ja, okay. Das war die deutsche Hätte Serie. Hätte ich schon fast eben genannt, das ist Netflix, oder? Amazon. Ach, Amazon. Glaube ich. Ja. Keine Ahnung, da habe ich es gesehen auf jeden Fall. Mhm. Okay, dann können wir jetzt auch wieder sagen, wer das ist. Das ist nämlich Kipinski. Und das ist einer der Soldaten, die später von dem Hauptmann sozusagen requiriert werden. Wir kommen dann im Detail dazu. Ja. Mhm. Der eigentlich noch einprägsamer ist, finde ich, ist dieser Freitag, weil der einfach der erste ist, den der irgendwie requiriert. Und der wird gespielt von Milan Peschel. Kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber hat auch ja, kenne ich leider auch nicht, ja. Hat auch ziemlich viel gemacht. Mm. Ich glaube, irgendeiner hatte auch bei, kommen wir gleich zu. Ich habe schon wieder vergessen. Genau, also auch ein Tatort-Schauspieler.
Ja. Ja, aber da kommst du als deutscher Schauspieler wahrscheinlich auch gar nicht vorbei. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Das oder Theater. Wen ich auch noch vom Sehen her kannte, ist Alexander Fehling. Der Name hätte mir auch nichts gesagt. Aber den habe ich zumindest schon mal gesehen. Ja, der kommt ja auch gleich am Anfang, da werden wir den ja gleich sehen. Mhm. Aber ja, das kriegt. Das war der von der Feldpolizei. Genau, der den verfolgt. Ja. Ach, man muss nur mal vor der Podcast-Aufnahme die Wikipedia-Artikel lesen. Habe ich gemacht. Ja, jetzt weiß ich auch, woher ich ihn kenne, weil der in einer ganzen Staffel für Homeland mitgespielt hat. Ja, jetzt weiß ich, woher ich ihn nicht kenne. Genau. Ja, und dann ist aber schon vorbei bei mir. Ja, genau. Bei mir war es ja. Jetzt schon. Ja, Ben? Diesen Lagerkommandeur, ich weiß nicht, ob es der Kommandeur war oder nur der Kommandant von der Wache, aber dieser etwas dickere. Ja, den von der Schütte. SA da oder was? Ja. Schütte? Genau. Ja. Den kannte ich auch irgendwoher. Zu dem habe ich mir aufgeschrieben, schmieriger SA-Schleimer. Hm. Ist das der? Der ja. In die Luft geflogen ist am Ende. Ja. Ja, das war der bei, das wollte ich eben sagen, der hat mitgespielt bei der Hauptmann. Hm. Richtig. Hab den falschen geklickt. Waldemar Kobus, wenn wir vom gleichen reden. Nein, Bernd Hölscher. Ach so, nee, dann meine ich jemand anderen. Ja, du hast doch irgendwie gemixt. Also der Bernd Hölscher ist ja Schütte und das ist der SS-Typ, der die Sicherheit, der Chef der Sicherheit ist von dem Lager. Und der Lagerleiter ist ja der Hansen. Stimmt, das genau. Ja, war der Typ vom Justizministerium. Von der zivilen Justizbehörde, genau. Ja, genau. Den kannte ich vom Gesicht her tatsächlich. Okay. Aber ist wahrscheinlich auch einfach nur ein Tatort-Schauspieler. Das ist der, den ich meinte. Der hat bei Traumschiff Surprise mitgespielt, steht hier. Ah, okay, lustig. Ja. Das habe ich zumindest gesehen. Aber das hat auch ganz viele Sachen gemacht. Ja, genau, wenn man da so deutsche Sachen guckt, dann wird man die wahrscheinlich alle kennen. Aber wie gesagt, ja, wahrscheinlich. Nichts, was ich jetzt so wirklich gesehen habe. Hm. So ist das. Aber jetzt haben wir immerhin der Hauptmann geguckt. Ja. Und kennen sie. Jetzt haben wir genug deutsche Schauspieler gesehen für die nächsten 2 Jahre. Genau. So, gibt's noch irgendwelche Personen, die man noch irgendwie nennen muss? Ich glaube nicht. Ich glaube, zu den anderen kommen wir dann irgendwie. Aber jetzt, vielleicht noch Gerda Schütte, das ist die Frau von dem SA-Schütte, die kommt noch später noch vor. Britta Hammelstein. Kenne ich auch nicht. Nö. Nö, kenne ich auch nicht. Gut. Egal. Ja. Das sind die Leute. Achso, was man vielleicht noch sagen kann, der Film ist schwarz-weiß. Das ist ja ein durchaus nicht unbedingt übliches Mittel oder nicht häufiges. Und da hatte der Schwenke auch was zu gesagt. Und zwar hat er sich da, das steht auch in der Wikipedia, und zwar hat er sich da auf einen Satz von Martin Scorsese bezogen, der bei einem Film, der wie der wilde Stier geraten hat, du kannst einen Film mit so viel Blut nicht in Farbe drehen. Und deswegen hat er das sozusagen auch in Schwarz-Weiß gedreht. Mhm. Was ihm wichtig war, das war mir so überhaupt nicht aufgefallen, aber im Nachhinein gibt es Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Der Regisseur hat gesagt, ihm war es wichtig, bei den Massakern immer die Täter zu zeigen und nicht die Opfer. Also man sieht hauptsächlich, wenn sie irgendwelche Leute umlegen, sieht man die schießen. Ja, genau. Ja, man hört quasi die anderen nur. Ja, richtig. Es ist ja grundsätzlich mal, das gibt's ja tatsächlich, finde ich, im deutschen Kino gar nicht so oft. Also, dass da Filme über den Zweiten Weltkrieg sind, die nicht aus einer Opferperspektive erzählt werden oder nicht. Aus einer Täterperspektive. Nicht aus der Sicht von, das schon, finde ich, gibt's nicht so oft. Ja, du hast aber gesagt, aus einer Opferperspektive. Ja. Du meintest aber Täter, oder?
ja, vielleicht habe ich es falsch. Also ich wollte sagen, der Standard ist irgendwie, dass die Filme so aus einer Opferperspektive erzählt werden. Ja. Oder halt von dem einen Aufrechten, der sich dann auflehnt gegen das Böse und dass man mal irgendwie das aus der, ja, einfach aus der Täterperspektive erzählt, gibt's nicht so oft. Und er hat auch geschrieben, er wollte auch explizit einen Film machen und das war die Idee, deswegen ist er darauf gekommen, er wollte etwas machen so aus der vierten, fünften Reihe an Tätern. Mhm. Also eben nichts, was weit oben. Ja, ja, das finde ich auch unglaublich spannend. Genau, dass man jetzt nicht sagt, ich mache einen Film über Hitler, so, sondern also ich meine, Hitler hat den Krieg ja nicht alleine geführt. So. Ja. Genau, so viel zur Produktion. Zumindest, was wir sagen können oder zumindest, was ich sagen kann. Habt ihr noch was? Nein. Dann kommen wir zur Handlung, würde ich sagen. Ja, genau. Du hast ja vorhin schon gesagt, also der Film fängt an, also man kriegt gleich in der ersten Einblendung gesagt, dass irgendwie zwei Wochen vor Kriegsende Zweiter Weltkrieg offensichtlich sich befindet. Was das Ganze noch verrückter macht, finde ich, die Geschichte, die man da dann erlebt, weil zu dem Zeitpunkt ist ja, und das sagen ja auch verschiedene Leute, die dann im Film vorkommen, es ist ja allen klar, wie es ausgeht. So. Und das macht es irgendwie noch dramatischer. Genau. Und unser Willi Herold wird verfolgt in Uniform von anderen Soldaten, die irgendwie sich einen Spaß draus machen, auf ihn zu schießen. Und er schafft es dann aber, den zu entkommen und sich ein bisschen durchzuschlagen. Ich finde diese kurze Begegnung, die es da gibt mit dem ersten Soldaten, weiß nicht, finde ich gar nicht so berichtenswert. Ich finde, man kann direkt dazu gehen, wie er dann diese Offiziersuniform findet. Oder findet ihr, das hat noch eine größere Bedeutung? Ich wollte noch ein bisschen vorher halt machen. Ja, mach mal. Nämlich da, wo er, also das beginnt ja, ich glaube, der Vorspann kommt erst danach dann tatsächlich. Das beginnt ja, wenn er da flieht und die schießen ja auch auf ihn. Also der rennt vor, die machen sich da so wie so einen Spaß, denkt man da auch, dass sie den da so treiben und auf ihn schießen. Ja, das ist auch so, wie er guckt sich das ja ab. Also die haben auf jeden Fall auch zu ihm gesagt, hier, lauf und dann schauen wir mal, was passiert. Genau, und offensichtlich ist er nämlich ein Fahnenflüchtiger oder wie man da sagen will. Also er ist Soldat, aber eben Gefreiter, hat ja Ben schon gesagt, und er flieht jetzt sozusagen und wird da von den Feldjägern verfolgt, die sich einen Spaß daraus machen, ihn zu quälen und ihn wieder einzufangen. Mhm. Aber er kann ihn entfliehen. Und da hatte ich nämlich erstmal gedacht, der ist ja ein sympathischer Charakter, weil er eben der ist, der auf der Flucht ist und der verfolgt wird. Mhm. Naja, ich meine, es dauert ja auch ein paar Minuten, bis da was passiert. Ja, und wo er auf diesen anderen trifft, da kann man höchstens noch sagen, dass man da schon sieht, sie kommen ja dann zu so einem Bauernhof und da ist ja schon einer aufgehängt davor und da steht, der hat ein Schild um den Hals hängen, wo drin steht, so gehen wir mit Plünderern um oder sowas. Ja. Ja, klar, also es ist, man bekommt so ein bisschen die Szenerie gezeigt, eben so letzte Kriegswochen, und es ist so eine komische Mischung aus Anarchie. Und andererseits begegnet man ja auch immer wieder noch so Inseln, in denen die Nazis noch so tun, als wäre hier, wo dieser Ordnungsgedanke da noch irgendwie ganz hochgehalten wird und so getan wird, als wäre das jetzt noch, relevant, dass man sich hier, also später, wenn dann da in diesem Lager, als sie sich um Zuständigkeiten streiten, so, da darfst du das und nee, da müssen wir hier anrufen und da müssen wir, also da dazwischen schwankt es die ganze Zeit. Genau, und dann klauen sie da in diesem Bauernhof und es geht ein bisschen schief und dann stößt er ja auf so einen Geländewagen, der verlassen ist, und da findet er eine Offiziersuniform. Ja, und ab da ändert sich dann sein Pfad. Aber er zieht sich da dann um, jetzt noch gar nicht mit dem Hintergedanken, ich würde gerne Offizier spielen, sondern einfach mit, ich würde gerne warme Kleidung tragen, weil man sieht ja, seine Schuhe sind irgendwie völlig kaputt und das alles alles nicht mehr so ganz frisch, was er trägt. Genau, er will ja erstmal nur warme Klamotten haben.
Genau, weil es ist ja Winter. Und was essen. Genau. Genau. Es ist ja Winter. Ja, diesen Obstkorb. Was natürlich alle Zuschauer sowieso schon wussten, weil du hast ja gesagt, sind die letzten Kriegsmonate oder zwei Wochen genau. vor. Also es muss April. Es ja irgendwie April ja. sein. Ja. Aber es genau. liegt Schnee ja. Und es ist kalt. Ja, genau. Und er findet ja, genau, er findet ja diese Uniform in einem Koffer quasi und dann probiert er sie ja, also er zieht sie an, eben weil ihm kalt ist, aber ich fand es ein bisschen, also ich habe nicht damit gerechnet, dass er eine Uniform der Luftwaffe findet. Das fand ich ein bisschen komisch, aber okay. Über das war ja Boden, anscheinend tatsächlich du? So. Ja, ja. Nee, also er in einem Wagen der Wehrmacht. Ach so. Und ja, warum? Wieso war das denn ein Wagen der Wehrmacht? Kann das kein Wagen der Luftwaffe gewesen sein? Ne, das hatte das Y auf dem Nummernschild. Entschuldigung, das wusste ich. Na, und selbst wenn, ich glaube, in den letzten Wochen des Krieges war man flexibel. Nee, es war ja auch tatsächlich so, dass jetzt habe ich dann auch gelesen, dass er tatsächlich die Uniform von einem Luftwaffenhauptmann findet, aber ja. Hatte ich auch gelesen. Auch beachtlich, wie alle, die eigentlich gar nicht dieser Waffengattung angehören, ihm sofort quasi hinterherrennen. Naja, wenn man Führerbefehl hat. Das ist natürlich das andere. Ja. Der erste, der da jetzt kommt, ist ja dieser, der ist wahrscheinlich auch ein unerlaubt von der Truppe entfernter. Das wird nie so richtig klar. Nein. Er sagt ja, er sei er versprengt. Er hat doch gesagt, er ist versprengt, ja, ja. Genau. Und das und ist der Freitag. Und hat seine Waffe noch im Gegensatz zu ihm. Was hat er noch, die Waffe? Ja, ah, ja. Er hat sein Gewehr ja noch. Ja, stimmt. Das gibt er ihm ja dann. Genau, das ist Freitag und der tut, also ja, der ist nicht so richtig begeistert erstmal, dass er jetzt hier auf einen Offizier trifft, offensichtlich, aber das merkt man schon. Und versucht sie dann aber halt so ein bisschen rauszureden und sagt, er hilft ihm mit dem Auto. Und der hieß nicht in echt Freitag, der heißt Freitag wegen Robinson Crusoe, oder? Nö, der hieß Walter Freitag. Auch in echt, meine ich? Ich denke schon. Ah, okay, weil es passt so gut. Wenn man sagt, das andere ist Robinson Crusoe oder wie, dann ist das sozusagen der, ja. Der ja, okay. Naja, halt so der Diener, den er sich da zusammen sucht. Ja, also nee, also ich glaube schon, dass der Freitag heißt, weil es ist ja eine Biografie, von daher glaube ich nicht, dass sie das die Namen geändert haben. Und er wird also der Wikipedia-Artikel, also der echte, zu dem echten Dude, sagt, zu seiner Kerneinheit gehörten ungefähr 12 Personen, darunter der Feldwebel Heinz Hofmeister und der gefreite und später gute Freund Reinhard Freitag, ein Kraftfahrer, der seine Einheit verloren hat. Haben sie den Namen doch geändert, aber Freitag belassen. Wobei der hier mit Y geschrieben wird, im Film auch. Und im Original. Auch. Nee. Im Original heißt der Freitag wie der Tag. Ah, und im Film wird er halt mit Y geschrieben. Ja. Okay. Na gut. Dann nehme ich alles zurück. Sie haben alles geändert, aber man erkennt es noch nicht. Alles, ja. Eigentlich war es war's bei der Marine und es hat auf dem Meer stattgefunden. Okay. Ja, und da schaltet er dann irgendwie. Also der meldet sich ja direkt von alleine, weil da steht ja ein Offizier vor mir. Und da schaltet er dann ja irgendwie, also das ist dann so ein Zusammenspiel von, oh ja, ich weiß, jetzt hast du mich erwischt, wie ich versuche, dem Krieg zu entfliehen, dann bin ich jetzt ganz besonders hilfsbereit, sag, nee, ich kann dir dein Auto klauen, ich kann alles für dich machen. Ja. Und hier Herold denkt sich, ach ja, also das finde ich jetzt schon ganz nett. Und dann schreibt er ja noch in sein Soldbuch, dass er dann sozusagen jetzt unter seinem Kommando steht, oder? Weil später wird das ja immer wieder notwendig, weil die müssen ja dann die Soldbücher zeigen immer, wenn da irgendeine Kontrolle kommt. Ja, das muss, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich habe das gar nicht verstanden erst am Anfang. Also ich habe gar nicht verstanden, habe ich erst im Lauf des Films kapiert, warum das überhaupt irgendwie relevant ist und was man damit macht. Ja, also im Prinzip so als Ausweisdokument wird es dann kontrolliert, damit man sieht, zu welcher Einheit die gehört. Aber anscheinend ja jeder da einfach reinschreiben kann. Naja, er ist ja der Offizier. Ja. Es gibt doch auch so später was, dass er nichts in seinem Buch stehen hatte, oder? Und das hat er doch dann irgendwie, da ist er dann irgendwie, Ja, deswegen zeigt er seins ja auch nicht. Ja, genau. Er redet sich ja immer raus, wenn er gefragt wird. Genau. Ja. Indiana Jones hätte es vom Führer unterschreiben lassen können. Das stimmt, ja. Na gut. Ich meine, es passiert ja auch relativ schnell. Sie fahren ja dann los, nachdem Freitag den Wagen freigelegt hat.
und treffen ja dann tatsächlich auf die nächste Feldjägertruppe, die ja Deserteure jagt. Und er soll ja dann sein Soldbuch zeigen, aber das muss er ja aber nicht. Aber vorher, also es gibt ja vorher darf Herold ja noch ein bisschen üben. Also die machen ja hier die erste, was sagt man, den ersten Praxistest von ich habe hier den geheimen Führerbefehl. In der Kneipe machen sie ja noch zu zweit in dieser Wirtschaft richtig, da, genau. Stimmt, das war vorher. Wo sie ja so reinplatzen und man merkt, dass die Leute einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf Nazis haben. Ja, die haben halt, genau, also sie haben halt, sind irgendwie fertig mit, die haben alle schon geschnallt, wie der Krieg ausgeht und sind fertig damit und warten jetzt halt nur noch ab. Und dann passt es natürlich erstmal nicht, wenn da jetzt wieder einer kommt, der dir was von Hitler und so weiter erzählt. Aber wenn er dann Entschädigung sagt. Genau, aber Geld er weiß ja dann genau, also der hat ja so eine gute Mischung aus Leute anschreien und Gehorsam einfordern und ihnen dann aber irgendwas bieten, was sie wollen. Und das macht er ja mit Deserteure sind ganz furchtbar und ich bin hier, weil die Partei kümmert sich, was ist euch denn alles verschwunden? Oh, sie haben was zu essen, ja. Dann machen wir doch jetzt eine kurze Pause, das ist ja ein leckerer Braten. Und führt aber dann natürlich ja auch ganz schnell dazu, dass jetzt, wo die Parteigerichtsbarkeit im Haus ist, dass dann der Wirt das ausnutzt, um da irgendwie persönliche Rechnung begleichen zu lassen. Indem er ja dann irgendein armes Schwein, ich weiß gar nicht mehr, was, ob man überhaupt wirklich weiß, was da los ist. Das hätte ja auch ein echter Plünderer sein können, oder? Ist das wirklich eine persönliche Rechnung? Hätte auch ein echter Plünderer sein können, aber, also auf dem, weiß nicht. Aber, also ich glaube nicht, dass er der eine im Dorf war, der dann mal geplündert hat und alle anderen nicht. Also die ganze Aufmachung da, das sah schon aus nach. Also entweder wir wollen jetzt halt dem Offizier hier irgendwas liefern oder mit dem habe ich eh schon lange eine Rechnung offen. Dann nutze ich jetzt die Gelegenheit. Aber so wie die da auch alle angetreten sind hier mit Fackeln und also die Aufmachung war schon. Genau, also nachts muss man vielleicht nochmal erklären. Ja. Für die Zuhörer, nachts rufen sie den dann nämlich raus aus seinem Zimmer, dass sie jetzt hier einen Plünderer gefunden haben. Und Herold erschießt den dann einfach kaltblütig, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Da war er mir jetzt schon nicht mehr so sympathisch. Aber wirklich. Und auch Freitag nicht. Also Freitag war da ja auch schon so ein bisschen, muss man auch ein bisschen aufpassen bei dem hier. Genau. Ich finde, das ist gleich von Anton an hier Freitag und Kipinski weiß auch Bescheid genau, sofort. Die wissen beide relativ schnell, was da los ist und gehen aber völlig unterschiedlich mit der Situation um. Ja. Also weil der Freitag, habe ich das Gefühl, der versucht ja immer irgendwie einfach so, naja, wird schon vorbeigehen, so. Ich will einfach nicht, ich will nicht, dass mir hier irgendwas passiert, will kein Risiko eingehen. Aber findet ihr auch die nicht so richtig gefallen an dem, was da so vor sich geht. Während Kipinski, der schmeißt sich ja sofort mit 200% rein und denkt sich, ja, kann ich jetzt hier ohne Konsequenz machen, was ich eh machen würde. Ja. Und jetzt noch unter dem Schutz des Führers. Genau. Genau, jetzt mit Befehl. Ja. Ja, den treffen wir dann auch gleich, oder? Oder kommt jetzt erst? Nee, genau. Kommt jetzt erst? Nee, sie gehen tatsächlich erst zu dem Bauernhof. Genau. Also das ist der Bauernhof, wo er auch am Anfang war. Richtig. Und da ist ja auch noch die Leiche, die haben sie doch da irgendwie aufs Sofa gesetzt von seinem Kollegen da. Der nämlich in dem Bauernhof, als die beiden da plündern wurden, wurde der erschlagen oder erstochen mit der Mistgabel, glaube ich. Mm. Und der sitzt jetzt da auf dem, irgendwie auftrapiert auf dem Sofa. Während Kipinski mit anderen Soldaten nämlich hier die Bauernleute drangsalieren. Ja. Und da sozusagen ihre Basis aufgebaut haben.
Weil das sind wahrscheinlich auch alles versprengte Flüchtlinge. Nee, Flüchtlinge ist ein schlechtes Wort. Ja. Fahnenflüchtige. Ja. Ja, und da, die nehmen sie jetzt, der nimmt jetzt einfach die mit. So, als. Genau, der rekrutiert jetzt alle für sein Sonderkommando Herold oder wie er das immer nennt. Ja, genau. Kampfgruppe Herold, ja. Kampfgruppe Herold. Genau. Auch so hat er sich auch wirklich genannt tatsächlich. Der hat auch manchmal einen anderen Namen benutzt. Ich glaube, der benutzt auch hier manchmal einen anderen Namen. Das habe ich gelesen, das waren ganz viele. Ja, der hatte ganz viele. Also der Echte auf jeden Fall. So, ja, und Sondergericht und Standgericht. Genau, und Leibgarde Herold. Richtig. Und was man auch noch sagen kann, Willi Herold, also der heißt Willi, oder? Ja, Willi Herold, hat auch den Beinamen der Henker vom Emsland heute. Aus den Gründen, die wir noch sehen werden. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt die Stelle, wo du eben meintest, da sieht man sofort, Kipinski ist sofort. Schon wie er salutiert. Ja. Also da sieht man zumindest schon, dass er hängt, so mein junges Bürschchen, was hier vor mir steht. Und dann später, als er ihn dann da durch die, als ihn der Sprit ausgeht und sie ihn da im Wagen durch die Gegend ziehen müssen. Ja. Da denkt er sich ja irgendwann, boah, nee, das ist mir jetzt echt zu doof. Und da entscheidet er sich ja dann, okay, ich knall ihn jetzt einfach ab, weil ich habe keinen Bock mehr, mich hier verarschen zu lassen. Ja. Und da wird der Herold ja tatsächlich nur gerettet, weil hier wieder die Feldjäger kommen. Ja. Genau. Weiß nicht, wie die früher hießen. Hießen die da auch schon so? Ja, die hießen auch Feldjäger. Okay. Also die Polizei der Armee. Ja, genau. Ich wusste nur nicht, ob das eine bundeswehrspezifische Bezeichnung ist oder ob die schon immer so hießen. Feldjäger. Ich bin ja nicht so praxiserfahren mit Militär. Ist aber richtig. Und da haben sie doch auch schon die Flak, oder? Kriegen sie die jetzt da erst? Da haben sie schon die Flak, ja, genau. Ja, die hängt auch noch dran an dem Auto. Ja. Die ziehen sie auch noch mit. Ja, genau. Die kommt ja auch da einmal kurz zum Einsatz, als dieser, weiß ich, hat das Sinn gemacht, dass da dieser Flieger irgendwann kommt und sie geben da zwei Schüsse mit dieser Flak ab? Immerhin, es war eine Flak. Ja, sie haben zwar nicht getroffen, aber immerhin haben sie es versucht. Sie haben von ihnen gehört. Genau. Also, hat bestimmt Eindruck gemacht bei dem Flieger. Ja. Da hat er nicht mit gerechnet. Ja. Er ist ja auch sofort weggeflogen. Genau, und da kommt jetzt zum ersten Mal so eine Kontrolle. Auch das ist wahr. Also er wurde in Wirklichkeit auch, ich glaube, zweimal kontrolliert und hat sich dadurch gewieselt. Und hier schafft er es auch. Und zwar eigentlich mit hartem Auftreten. Ja, und halt eben dieses, und einerseits finde ich es verrückt, aber andererseits kann ich es schon auch glauben, halt immer mit diesem, ich bin hier im direkten Auftrag des Führers unterwegs. Ja. Und sie können mir hier gerne das Leben schwer machen, aber dann brauche ich aber jetzt auch bitte mal ihren Namen. Und das kann ich dann schon wieder glauben, dass man sich, weil das weiß ja schon, ob man das Risiko dann eingehen will, dass das vielleicht doch stimmt. Und dann hat irgendwie der Führer wegen dir zwei schlechte Minuten. Wer weiß, wo du dann landest. Naja. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, dass das auch die Motivation von Freitag ist, jetzt nicht unbedingt Führer, aber vielleicht besteht ja doch eine Restchance, dass der wirklich ein Hauptmann ist. Ja. Also ja, die Restchance, aber ich hatte schon den Eindruck, dass er relativ schnell zu dem Schluss gekommen ist, dass der da halt Quatsch erzählt und dass er aber nicht, der wirkt auch so müde die ganze Zeit. Ich glaube, der will einfach nur nach Hause und versucht sich da jetzt halt irgendwie durchzuwursteln und hofft mit heiler Haut davon zu kommen. Ja, genau. Und das jetzt ist die Szene, die du eben meintest, Ben, oder? Diese Kontrolle. Was erlauben Sie sich? Dann schnauzt er ihn ja auch noch an. Das hatte er kurz vorher auch noch geübt, glaube ich, tatsächlich, als er die Uniform gefunden hatte. Ganz am Anfang, bevor er Freitag getroffen hat. Da hat er ja auch so ein bisschen Selbstgespräche geführt, während er zum Horizont geguckt hat.
Und da hatte er ja auch mit diesem Satz, was erlauben Sie sich eigentlich, hatte er ja geübt, so sein Auftreten zu verbessern. Und das konnte er jetzt hier direkt bei der Feldgendarmerie ausprobieren. Ja. Und es hat funktioniert. Ja, das hat halt in Kombination mit, ich bin für den Führer unterwegs und bitte geben Sie mir Ihren Namen, damit ich mir den aufschreiben kann. Ja, das hat ihn dann doch überzeugt. Und es führt ja dann dazu, dass nicht mal sein Soldbuch kontrolliert wird. Während das genau. Von einem anderen ja kontrolliert wurde. Ja. So von Offizier zu Offizier. Genau. Ja. So, und dann schleppen die ab, oder? Oder geben die den Sprit? Ich glaube, ja. Die schleppen dann den Wagen auch wieder ab. Nee, die schleppen den ab und bringen ihn dann zu diesem Gefangenenlager. Und ja, noch nicht ganz. Erstmal zu so einer Burg oder sowas. Und da treffen sie dann nämlich wieder den Feldjägerkommandant, der den am Anfang gejagt hat. Und der kommt dann auch mit zu dem Gefangenenlager. Und dann hat nämlich Herold noch Angst, dass er ihn erkennt. Tut er aber nicht in der Uniform. Ja, so halb. Naja, er sagt die ganze Zeit, ich kenne sie irgendwoher. Es fällt mir aber nicht ein. Vielleicht fällt es mir ja noch ein. Vielleicht fällt es mir später noch ein. Ja. Genau. Nein. Das ist ja schon auch so eine latente Gefahr, die Herold zumindest immer sieht, dass Junker sich doch dran erinnern kann. Nachher ist ja Herold sogar so überheblich, dass er dann ihn selbst nochmal drauf anspricht. Dass er ihn drauf anspricht. Aber am Anfang war das, also da im Auto hat er schon gedacht, jetzt sind wir eh schon in dem Lager hier. Wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Ja. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Gefangenenlager, wo ausschließlich Soldaten, also deutsche Soldaten drin sind, oder? Ja. Weil die auch alle geflohen sind und gefangen wurden. Oder was auch immer, genau. Auf jeden Fall halt deutsche Soldaten, ja. Und da wanzt sich ja dann direkt dieser Hansen an die ran. Also den ich als, nee, nicht Hansen, jetzt mache ich es falsch, Schütte. Den ich als schmieriger SA-Schleimer mir notiert habe, damit ich ihn immer wieder finde. Der nämlich für die Sicherheit, die äußere Sicherheit des Lagers zuständig ist. Aber der hat sonst keine Befehlsgewalt, weil eben intern ist nicht das Militär zuständig. Genau, es gibt halt so verschiedene, verschiedene Bereiche und wir haben ja hier Recht und Ordnung. Oh. Aber nach seiner Ansicht müsst ihr der Hammer ganz anders kreisen als der Kreis. Genau, da muss man hier mit dem großen Besen ordentlich durchgefegt werden. Genau. Und das nimmt dann auch Herold direkt auf, diesen Plan. Ja. Er will halt eben, dass die Leute, für die in Anführungsstrichen keine Hoffnung mehr besteht, also Leute, die quasi schon mehrfach gefangen wurden oder halt Leute, die einfach nicht mehr begnadigt werden, warum sollte man die denn hier noch durchfüttern? Die kann man ja auch einfach jetzt schon erschießen, dann hat man wieder Platz für andere Leute. Das ist ja so das, was Junker sagt zum Beispiel. Aber die haben ja aber nur die Meinung. So, die sagen, das ist ja irgendwie so. Ressourcenverschwendung und keine Zeit, bis die zivile Justiz hier aus dem Quark kommt und dann, das kostet ja alles nur Geld und das sind alles Verräter. Aber machen tun die ja nichts. Mhm. Also es ist ja dann schon Herold, naja, schon, aber also ich sag mal. Nein, die trauen sich ja auch nicht von alleine, die brauchen einfach jemanden, die haben die ganze Zeit auf jemanden gewartet. Ja, die trauen sich nicht, weil das ist das ist so ein vielsagender Satz, finde ich, als später, als sie hier dann mit diesem Typen von der zivilen Justiz reden, der halt sagt, wer soll das denn verantworten? Ja, genau. Und das ist halt eine wichtige Frage in der Bürokratie, wer soll das am Ende verantworten? Genau, ich nicht. Ja, und da, genau. Ja. Deswegen rennt der Herold ja dann auch die ganze Zeit hinterher. Also er ist ja wirklich in dem Moment, wo er merkt, oh, da ist jemand, der könnte was verändern, ohne dass es auf mich zurückfällt sozusagen, ist er ja sofort Feuer und Flamme und rennt ihm ja hinterher und ist ja sein bester Freund sozusagen. Ja, und auch der und auch der Hansen, der hat ja kein prinzipielles Problem damit, dass hier jetzt Gefangene hingerichtet werden sollen. Es geht halt um, es muss hier ordentlich nach dem Es muss dafür einen Prozess geben, eine Entscheidung. Und aktuell bin ich hier der Verantwortliche. Und dann können hier nicht einfach Leute umgebracht werden. Die Aktenlage muss klar sein. Ja, genau. Ja. So, Hansen steht hier im Gegensatz zu diesem anderen. Ich weiß nicht, ob es jetzt sein Stellvertreter ist. Das ist so ein relativ dürrer, langer Typ mit einem Arm in der Schlinge, der immer wieder versucht einzugreifen und zu verhindern, dass jetzt einfach willkürlich irgendwelche Leute umgebracht werden. Hm. Der hat von der Redensart hat er mich immer an Goebbels erinnert, weil der hat genauso geredet wie der Goebbels, Düsseldorf, der Untergang.
Akzent, oder? Hatte so. Nee. Der, also in Untergang hat er so einen Düsseldorfer Akzent, dachte ich. So ein. Der hat so eine ganz komische Art zu reden, finde ich. Der betont die Worte so, okay, ganz merkwürdig, als hätte er die ganze Zeit, als müsste er sich die Nase putzen die ganze, ja, Zeit. Ich weiß auch nicht. Der hat so eine ganz komische Art gehabt zu reden, auf jeden Fall. Der ist ja dann irgendwann auch abgezogen, weil er sich das Ganze einfach nicht mehr angucken wollte. Aber ja, ich glaube, dass der auch nicht damit einverstanden gewesen wäre, dass das passiert, wenn jemand anderes die Verantwortung übernimmt. Weil als sie dann irgendwann später anfangen, Gefangene zu erschießen, sagte er, dass das ist halt, das ist ja menschenunwürdig und so geht man auch nicht mit Gefangenen um, das kann so nicht sein. Also ich glaube, er hat da noch ein ganz anderes Bild gehabt als jetzt der Typ von der Justizbehörde. Ach, guck an, hier, Goebbels kommt aus Mönchengladbach. Also aus Reit, ja. Der ist auf meiner Straße tatsächlich geboren worden. Siehste, also ich hätte jetzt den tatsächlich vom Akzent her dahin verortet. Ist aber nicht Düsseldorf. Ja, aber doch fast, oder? Naja. Ja, na gut. Kleiner Funfact dazu, das Geburtshaus steht tatsächlich noch hier auf der Straße. Das hat die Stadt aufgekauft und lässt es jetzt verrotten, damit das kein brauner Vollidiot kaufen kann, um daraus einen Tempel zu machen. Hm, so ähnlich wie das Finanzamt von Bayern mit den Hitler, nicht Hitler-Tagebüchern, sondern mit Mein Kampf. Gut, dann, bevor noch der Lagerkommandant sozusagen überhaupt konsultiert wird, geht ja Herold schon mit seinem Trupp zu den Gefangenen und prügelt da so ein paar zusammen. Also er selbst prügelt ja nicht. Er lässt ja hier Kipinski reingehen, der dann auch wieder die Chance nutzt, was er ja gerne tut, den Leuten ihre Wertsachen wegzunehmen. Mhm. Genau, das ist nämlich so ein Moment, an den ich vorhin dachte. Also wo das Kipinski jetzt einfach, der nutzt die Gelegenheit jetzt einfach, um das zu tun, was er eh vorhatte. Ja. Und ihm kann halt hier nichts passieren. Ja. Also für ihn hat es ja erstmal nur Vorteile. Habe auf Befehl gehandelt. Auf Befehl geplündert. Ja. Für mich selbst. Naja, und das hier, ich meine, diese Lagerinsassen, die sind ja noch bessere Opfer als irgendwelche Zivilisten. Ja. Das war ja damals so ein absoluter Gehorsam, das ist ja das Problem, da kann man sich dann auch gut hinter verstecken. Das gibt's ja zum Beispiel heute nicht mehr, heute dürfen Befehle nicht befolgt werden, auf die eine Straftat folgt. Mhm. Und das gab's eben seit Kaiser Wilhelm nicht. Meldet man heute auch immer noch Gehorsams? Nee. Also weil so dieses ganze, das ist mir schon sehr fremd irgendwie, dieses also wie unterwürfig die Soldaten sich hier auch teilweise gegenüber den Offizieren benehmen, finde ich schon komisch, ja. Nee, heute lernt man, welche Befehle man befolgen muss, welche man befolgen kann und welche man nicht befolgen darf. Also, wir erschießen eine Gruppe Gefangener mit einem Flakgeschütz. Eher nein. Das richtig. Ist vielleicht so neutral. Ich bin mir nicht sicher, ob man das als Straftat werten kann. Die hatten ja keine Rechte. Doch, hatten sie ja. Das war ja das Problem von der Justizbehörde, eben, genau, dass sie eben nicht einfach alle erschießen konnten. Es war sogar oft ganz offensichtlich, wenn der Typ von der Justizbehörde sagt, ja. Naja. Ja, genau. Aber jetzt im Moment bringen sie, glaube ich, noch keinen um, sondern sie prügeln sie zu Brei. Also kriegen sie nur halb um. Ja, der steht wieder auf, also so ein bisschen. Ja. Ja, was passiert dann? Ich glaube, dann gibt es so eine Konsultation zwischen dem SA-Wachchef und dem Justizminister. Ja, genau, da sehen wir schon. Also es gibt ja echt, also Sympathieträger in diesem Film zu finden, ist schwierig, weil der Justizhansel, der hier ja auch offensichtlich Hansen. Sich gegen Justizhansen. irgendwie Gefälligkeiten für bestimmte Gefangene sich erkaufen lässt. Ach stimmt, indem das sieht dann man direkt, ja. Da ist, glaube ich, die Tochter von irgendeinem Gefangenen gerade bei ihm. Und er macht gerade noch die Hose zu. Genau, ja. Damit ihr Vater diese Winterjacke oder diesen Mantel bekommt. Ja. Der natürlich nicht bei ihrem Vater ankommt. Natürlich nicht. Genau, und der sagt jetzt halt aber zu dem SA-Typ, das können wir hier, was soll das hier, geht alles nicht. Mir doch egal, ob da jetzt irgend so ein General ist oder Hauptmann. Da bin ich zuständig. Und
Ja, das muss ich jetzt erstmal beim Vorgesetzten klären. Genau. Und dann gibt's diese lustige irgendwie das kommt doch dann, oder? Wo sie dann telefonieren, wo sie so gegenüber sind und genau, es geht halt immer nur drum, wer hält am Ende den Kopf hin, solange ich es nicht bin, macht doch, was ihr wollt. Und da kommt so ein bisschen so ein Zeitreiseparadoxon raus, oder? Hinterher hat es niemand gesagt, weil jeder auf den anderen verweist. Aber genau, ja. Ja. Also es, ja. Ja. Ja, nee, da muss ich mit denen, ja, wenn die sagen, das aber geht das in Ordnung, Führer dann habe ich auch also keinen dann, genau. Sollte das hat, ja kein Problem sein. Hat er den nötigen Autorität? Ja, hat er direkt vom Führer, ja, ja. Wenn es ja nicht echt wäre, dann könnte man es ja fast mit einem Käfig voller Helden vergleichen. Ja, ja. Ja, und dann räumen sie auf nachts. So mit der Flak, indem sie die Hälfte, keine Ahnung wie viele gefangen, aber ich glaube über 150 oder sowas hatte ich gelesen. Oder 120. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ja, sind es insgesamt. Also hier, das ist jetzt die erste. Ich glaube, sie sagen, wir machen immer drei Reihen. Genau, drei Reihen zu 30 oder so. Die sie dann da nachts einfach abknallen, nachdem sich die Gefangenen noch ihr Grab vorher selbst schaufeln mussten. Ja. Und dann Genau, das machen sie mit der Flak, die sie da schon die ganze Zeit durch die Gegend gezogen haben. Und da protestiert er mit der Schlinge auch wieder. Ja, und geht dann quasi der Schlingenmann, Schlingendude. So ein Schlinge. Und da muss doch dann Freitag noch in das Gemetzel krabbeln, weil da noch einer schreit. Weil der eine nicht stirbt. Das war auch so ein Also ich glaube, ich hoffe, es sollte auch ein bisschen lustig werden, also weil der ich weiß gar nicht, ob es der Junke, aber der eine auf jeden Fall, der da mit der Pistole schießt, der schießt ja irgendwie drei oder vier Mal auf einen und der stöhnt immer wieder so zurück und dann schießt er nochmal noch wieder und dann schießt er nochmal noch. Ja, das hat mich halt alles so an Tarantino erinnert, diese ganze Aufmachung. Und ich glaube, der hat ja dann Freitag explizit so gewählt als Vertrauensbeweis, oder? Ja, und auch als, also nicht nur als Vertrauen, also einerseits als Vertrauensbeweis und andererseits ist es ja, also es kann dir nur nützen, wenn die in deiner direkten Umgebung sind, wenn die auch alle mit drin hängen. Weil da kann dich jetzt keiner mehr ins Messer liefern, weil die haben alle mitgemacht. Ja. Also und auch der Freitag kann er jetzt so hat jetzt mehr gemacht als ihn durch die Gegend zu fahren. Aber auf Befehl. Natürlich auf Befehl. Aber ich meine, wer weiß, wie sehr das die Alliierten dann interessiert. Werden wir am Ende zukommen. Ja, und kommt das jetzt schon, wenn es dieses Fest gibt von dem SA? Genau. Ja, dann gibt es zur Feier und oder Belohnung nach getaner Arbeit, so wenn man fleißig war, dann kann man auch ein bisschen Spaß haben. Und das ist in so einem Dorf, in so einer Dorfhalle oder Gasthaus oder irgendwie so eine Festhalle da. Und da ach so. Oh, meinst du das nicht? Ich dachte, das ist auch im Lager. Ach so. Doch. Ich dachte, das ist auch im Lager. Ich dachte, das ist halt einfach die weiß nicht, da wo die halt sonst essen, das haben sie jetzt da haben sie jetzt halt eine Party draus gemacht. Ach stimmt, das sind ja noch die zwei Gefangenen, die da diese Comedy-Geschichten da machen. Ja. Die sie dann ja auch noch quälen, indem sie da dieses Fragespiel machen, wo er denn, weswegen er denn gefangen wurde. Und das dann irgendwie so hypothetisch. Hypothetisch, ja, genau. Ja, und da die ganze Zeit so in der Luft liegt, dass er ihm gleich ins Gesicht schießt, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr unangenehme Situation. Ja. Das Ganze wird dann durch eine Schlägerei aufgelöst. Die natürlich von wem begonnen wird? Kipinski. Kipinski, ja. Natürlich, ja. Genau, und da ist aber hier der hier dein schmieriger Nazi, aber schon sehr empört. Aber am Anfang merkst du das ja gar nicht, oder? Sie machen die ganze Zeit weiter, während die anderen alle rauslaufen und sich prügeln. Ja, aber so dieser Kontrast dann zu,
Also nee, wir müssen jetzt unbedingt hier die ganzen Kriegsgefangenen ermorden, aber dass sich jetzt hier die Soldaten prügeln, also das geht, nee, also wir sind doch alles anständige Deutsche hier, was ist denn da los? Ja, das stimmt. Da wird aber das Fest sofort beendet. Genau. Beziehungsweise dann sind die ja alle total betrunken und dann gehen sie ja nochmal in die ins Lager, also sind ja im Lager dann, aber sie gehen dann zu den Gefangenen, zu anderen noch und schießen die dann auch noch. Weil ja, völlig. Und das, da kommt doch auch diese fiese Szene, wo sie so vier Gefangene irgendwie aneinander. Ja. Aneinander, ich weiß gar nicht, ketten oder wie, binden, wie auch immer. Und zu denen dann sagen, hier, so, lauft los. Und dann erschießen sie halt erst einen und dann noch einen anderen. Und am Ende schießen dann alle auf den. Und auch da macht er wieder, dass er doch da dem einen von den Gefangenen auch eine Waffe in die Hand drückt und sagt, schieß. Ja. Ja, und einer der beiden erschießt sich ja dann stattdessen selbst, weil er das lieber ja selber, nicht machen will. Ja. Ja. Genau. Das war ja einer von den beiden, die da diese Comedy-Geschichte gemacht hatten. Genau, ja. Und der zweite schießt ja dann. Und dann kommt ja auch noch die Frau, Ehefrau von Schütte dazu, die dann die Pistole ihres Mannes aus dem Halfter holt und dann auch Gefangene erschießt. Ja, genau. Oder den letzten Gefangenen erschießt, ja. Ja. Und vorher diese Szene, womit das dieses Geschieße da eigentlich anfängt, hatte ich nicht so richtig verstanden, weil da geht's ja darum, dass wieder hier, das war doch Kipinski, oder, der dann diesen einen dazu breischlägt, diesen einen Gefangenen. Und ich dachte erst, dass der Herold dann Kipinski erschießt, aber der hat ja dann den Gefangenen erschossen, oder? Weil Kipinski hat ja offensichtlich noch gelebt danach. Ja, ja, hat er nicht, genau. Ja. Er hat nicht Kipinski erschossen. Aber er hat, glaube ich, sehr dicht an ihm vorbeigeschossen, weil sein Ohr dann geblutet hat. Ach so. Ja. Mhm. Genau, er hat die Waffe direkt neben seinem Ohr abgefeuert. Mhm. Ja, jetzt ist die Situation ein wenig eskaliert. Ja, und dann eskaliert die Situation dann noch weiter, weil dann die alliierte Luftwaffe vorbeischaut. Ja. Und das Lager hier zu Klump bombt. Ja. Und Schütte in viele kleine Teilchen zerlegt. Der kommt ja, glaube ich, gerade mit dem Fahrrad wieder zurück, weil er doch, meine ich, mit dem Volkssturm auf Jagd gegangen ist, genau. Mhm. Und in dem Moment, wo er quasi durch das Tor des Lagers tritt, fällt die erste Bombe und er ist dann kurz nicht mehr da. Ja, genau. Das ist jetzt nicht sofort in der Nacht, sondern am nächsten Tag oder noch ein bisschen später. Ja. Ja. Weil sie kommen ja quasi zurück mit dem Volkssturm und den Radeln, und wenn er dann das Lager betritt, dann kommt ja hier Kipinski besoffen aus der Hütte raus und alle sind eigentlich die ganze Zeit nur noch betrunken und geben halt ein extrem schlechtes Bild auf. Ja. Ja. Aber er hatte nicht viel Zeit, sich darüber aufzuregen. Nee. Und damit endet auch die Episode in dem Lager, weil das Lager jetzt komplett zerstört ist. Genau. Ja. Und dann gibt's so eine ganz kurze Texteinblendung und einen kurzen Farbmoment im Film auch. Echt? Da kommt Farbe? Ja, da kommt ja so eine kurze Einblendung mit, von diesem Lager ist heute nur noch das und das übrig und das ist jetzt hier eigentlich alles ein Acker, und dann sieht man kurz diesen Acker. Ja. Mhm. Und es überleben ja auch nicht alle. Also es überleben ja tatsächlich gar nicht alle Soldaten von der Kampfgruppe Herold. Also ich sag mal, die großen, die bekannten Gesichter überleben alle, aber von den aber anderen, die er gefunden hat, genau, die Red Shirts, die No-Names, sind fast alle tot. Ah, der eine Gefangene, der auch an den Morden mitgemacht hat, also dieser eine Comedy-Dude, schließt sich jetzt auch Herold an. Er sagt ihm ja, er soll sich eine Uniform besorgen, und er ist jetzt wieder Teil der Armee. Der wird rekrutiert. Ja. Mhm. Genau, aber er geht halt auch mit. Ja. Ja. In der Wikipedia hatte ich gelesen, dass er insgesamt hatte Willi Herold so um die 30 Leute zusammengesammelt. Das waren, glaube ich, im Film immer weniger. Also in Wirklichkeit war der Trupp noch ein bisschen größer. Okay. Ja, und dann nehmen sie ihr Auto wieder, oder sein Auto, oder das Auto, das er gefunden hat, und ziehen weiter. Mhm. Nächste Dorf. Ohne Flak, die hat ausgeschissen. Ich hatte noch gelesen, die Alliierten wollten gar nicht das Lager, also war nicht das Ziel das Lager eigentlich, weil wäre ja auch ein Kriegsverbrechen, sondern die haben wohl Flaks abgeschossen.
Also das war dann wohl ein Versehen, dass sie das Lager getroffen haben, offiziell. Naja, es stand ja auch noch eine Flagge da. Die war zwar kaputt, aber sie stand da. Das stimmt. Ja, und in dieser Stadt, wo sie jetzt hinkommen, da hat doch auch einer so eine Welcome-Fahne, so eine weiße Flagge rausgehängt und den erschießen sie doch auch direkt. Das war der Bürgermeister. Genau, das war der Bürgermeister. Ja. Es ist auch wahr, aber in Wahrheit war es nicht der Bürgermeister. Ah, okay. So stand es in der Wikipedia. Er kommt ja dann aus dem Rathaus raus und dann nur, oh scheiße, und versucht dann noch wegzulaufen, aber ja. Ja. Kipinski war schneller. Oh scheiße halt, ja. Ja. Ja, und weil auf dem Auto steht ja jetzt, glaube ich, auch Schnellgericht, Herold. Ja. Das haben sie ja, glaube ich, auf die Seite geschrieben. Und dann fangen sie auch schon an, die Dorfbewohner oder die Stadtbewohner auszurauben und ihnen alles wegzunehmen. Sie zu durchsuchen. Und dann gehen sie doch hier in das schickste Hotel der Stadt und haben noch mal einen richtig spaßigen Abend. Ja. Also genau, weil sie besorgen sich ja irgendwie da viele Frauen und Alkohol und haben eine zünftige Party. Genau, bis Herold dann eifersüchtig wird, weil die Frau, die er sich ausgesucht hat, dann von Kipinski so ein bisschen angegraben wird. Und das findet er gar nicht gut. Und auch mit Kipinski mitgeht dann. Ja. Ja. Genau, und dann nutze er die Chance, weil er mochte ihn ja anscheinend sowieso nicht. Und ich glaube, er hat auch so ein, also ich glaube, Herold wusste auch, dass Kipinski ihn durchschaut hat. Ja, schon. Ja. Und er hat jetzt einfach diese Chance genutzt, um diesen Störenfried und Rivalen loszuwerden. Mhm. Ja. Und hat ihn dann eben von den anderen Soldaten erst foltern und dann nackt auf der Straße erschießen lassen. Mhm. Und dann kommen, glaube ich, aber dann auch richtige Soldaten. Also genau, dann Wiederfeldjäger. Genau, dann kommen jetzt mal wirklich welche mit Vollmacht. Die Frage, ich habe mir das so erklärt, weil das wäre ja schon ein krasser Zufall, dass sie genau jetzt gezielt dieses eine Haus quasi stürmen. Ich glaube schon, dass da irgendjemand aus der Stadt Bescheid gegeben hat. Ach so, ja, und ich dachte halt auch hier der Schlingel halt. Wer? Ich dachte, der Stellvertreter da aus dem Lager. Ich dachte dass der irgendwas angeleiert hat. Ja. Weil ja, das kann man ja schon, der hat ja schon nicht nur gesagt, naja, finde ich jetzt nicht so prall, sondern das ist unerhört und das werde ich. Er hat ja gesagt, er wollte ja auch Meldung machen und er wollte das Ganze ja offiziell machen. Ja, kann gut sein. Ja. Die Frage ist halt nur, woher wussten sie, dass sie genau in dieser Stadt, in diesem Haus sind? Naja, wahrscheinlich ist es das erste Dorf neben dem Lager. Ich halte die nicht für kriminelle Genies. Nee, wirklich nicht. Ja, und dann werden sie so alle nach und nach eingesackt, werden sich noch aus dem Fenster abseilen oder so. Genau. Und man sieht dann wie der Herold von einem Deutschen, weiß nicht, das ist wahrscheinlich kein ziviles Gericht, sondern irgendein Militärschnellgericht oder sowas. Ja. Weiß nicht, sitzen ja nicht so viele Leute mit dem Raum, also nach einem normalen Verfahren sieht es mir nicht aus. Keine Ahnung. Nee, die haben Uniform getragen. Die also tragen alle Uniform, okay. Ja, genau. Ja. Und irgendwie der Junker und der alte Soldat, der neben dem Junker sitzt, sind irgendwie beide so, ja, naja, also das war den Vorschriften entsprechend war es jetzt nicht, aber das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Ja, und schauen Sie doch mal, so ein schneidiger junger Mann hier steht ja jetzt seit irgendwie 3 Stunden stramm und das ist doch, also wir haben doch früher auch manchmal über die Stränge geschlagen. Oh Mann. Wir haben halt auch mal Leute mit der Flagge geblasen. Er bezieht sich ja schon da konkret so auf die Freikorpszeit in der Weimarer Republik und so. Und das ist ja jetzt nicht so fern der Realität, dass da auch viele schlimme Dinge passiert sind, die nie geahndet wurden. Aber der Alte da, der ist schon sehr, naja, so Boys will be Boys. Ja, aber entspricht ja auch den Tatsachen, weil auch in der Wikipedia steht drin, dass sie ihn praktisch unversehrt gelassen haben, damit er sich wieder irgendwie den kämpfenden Truppen oder so anschließen kann. Ja. Oder so. Ja, wir haben größere Probleme.
Wir brauchen jeden Fegen. Ja, und ach so, und er hat in echt das Gleiche gemacht wie hier wahrscheinlich. Hat sich gedacht, auf Kämpfen habe ich gar nicht so viel Lust. Ich gehe mal in die andere Richtung. Genau, er ist dann nämlich geflüchtet. Ja. Genau. Hat sich aus dem Fenster abgeseilt. Ja. Also, weil so endet ja dann der Film. Genau, er seilt sich da ab, läuft weg und läuft dann ja durch den Berg an es sind ja nicht mal mehr Leichen, Skeletten. Ja. Ja. Was, glaube ich, hauptsächlich ein künstlerische Anspielung sein sollte, so wie Leichenpflastern seinen Weg oder so. Genau. Ja. Dann gibt es ja noch so eine Szene in der heutigen Zeit und die fand ich doof. Also da siehst du irgendwie noch heute eine Stadt. Also es gibt noch kurz vorher, wird noch so fertig erzählt mit, dass er dann irgendwie von den Briten, glaube ich, verhaftet wurde und er dann zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Ja. Mit dem Fallbeil. Mit dem Fallbeil, okay. In Wolfenbüttel. Okay. Und die Szene danach, ja gut, aber die ist ja jetzt, also das Cover, das ist ja nur Untermalung für den Abspann. Ja. Ach so, stimmt, das war während des Abspanns. Ja, da gehen sie irgendwie, kommt dann dieses Kommando. Da fahren sie halt einfach durch welche Stadt das ist heute. Görlitz. Aber was ich bemerkenswert fand, wie wenig Leute sich umdrehen. Wenn man da schaut, wie die da durch die Stadt fahren und erstaunlich viele Leute, ich weiß nicht, juckt das überhaupt nicht. Ja, ist dann die Frage, war es vielleicht gestellt, haben sie den Leuten gesagt, sie sollen nicht in Richtung Auto gucken, das ist halt auch immer so eine Sache. Aber manche gucken ja schon. Ja, nicht immer alle tun das, was man ihnen sagt. Da erzählt mir der Film aber was anderes. Vielleicht ist das hier die Geschichte, die wir jetzt glauben. Ja, und stilistische Entscheidung. Das kann man lustig finden oder doof, aber das macht ja den Film jetzt nicht besser oder schlechter. Nee. Das ist ja wirklich nur Hintergrund für den Abspann. Ja. Und er fährt ja auch wieder mit seinem gesamten Team durch die Stadt. Also auch die schon tot waren quasi zum Ende des Films, sind ja auch wieder da und sitzen in dem Auto und Kipinski klaut den Leuten dann ihre Uhren und ihre Brieftaschen und ihre Handys und ihre und so weiter. Smartphones. Ja, genau. Also ja. Das war einfach nur Hintergrundbemalung. Mhm. Ja, und ich glaube, aber da stand ja schon im Abspann, dass das wahr ist, die Geschichte, oder? Ich glaube, deswegen habe ich dann auch weitergelesen in Wikipedia. Also, man erfährt es ja dann im Film schon. Oder stand das sogar schon am Anfang da? Am Anfang nicht. Nee, okay. Ich glaube nicht. Nee. Ja, hatte ich tatsächlich noch nie was von gehört. Ja, ich auch nicht. Verrückt. Tja, was sagt man jetzt dazu? Ja. Verrückte Geschichte. Filmisch, ich finde den Film als Film, finde ich gut. Es ist schon phasenweise überdreht, aber jetzt nicht auf eine Art und Weise, die der Geschichte irgendwie den Ernst nimmt, finde ich. Nee, finde ich auch nicht. Also man fühlte sich immer so ein bisschen bedrückt, auch bei den Szenen, die vielleicht eher mal lustig wirken sollten, so ein bisschen. Aber man hatte nie das Gefühl, dass sich der Film nicht ernst nimmt. Ja. Ja, nee, überhaupt nicht. Ja, genau. Also ich mag halt normalerweise auch so eine bedrückte Stimmung nicht bei Filmen. Deswegen wäre das jetzt kein Film, den ich irgendwie gerne gucken will. Ich habe übrigens am gleichen Wochenende, wo ich den gesehen habe, habe ich dann auch noch gleich Joker geguckt. Wenn ich schon in der richtigen Stimmung war. Hast dir gedacht, nee, komm, der Tag ist eh ruiniert. Genau, aber ich fand es halt extrem faszinierend, nachdem ich dann festgestellt habe, dass das ja keine Fiktion war. Ja. Oder sonst würde ich auch sagen, ich habe mich jetzt auch nicht durch den Film gequält. Ich fand ihn schon auch gut. Ich wollte nur sagen, normalerweise würde ich halt nicht sowas viel. Nicht gucken. Genau. Ja. Ja, aber ich habe den Film auch gar nicht mitbekommen. Also mir ging es genauso wie Ben. Ich habe den zufällig auf Amazon mal irgendwie gesehen, aber ich habe von dem Film nichts mitbekommen und ich finde den schon bemerkenswert gut. Ja, der müsste nicht so ein Randprojekt sein. Abgesehen davon, dass die Geschichte krass ist, ist der Film gut.
Ja, also würde ich auch sagen, genau. Also das meinte ich auch eben. Ich meine nicht, ich würde den nicht gucken, weil ich den nicht gut finde, sondern weil mir die Stimmung halt nicht zusagt. Ja, ich habe es schon verstanden, ja. Aber genau, also der war keine Sekunde langweilig oder sowas. Also man, durch dieses dauernde, dieses Bedrückende. Ja, aber ist kein Film fürs erste Date. So. Genau. Ja, aber genau durch diese bedrückende Stimmung war es halt auch die ganze Zeit spannend. Und man dachte halt die ganze Zeit, oh Gott, gerade jetzt hier, wenn diese komische Befragung da war, rein hypothetisch, dann denkt man ja schon, okay, das ist der Nächste, der gleich erschossen wird. Ja, das war eine sehr, sehr spannende Szene, ja. Und so von diesen Dialogen gibt es ja viele solche Szenen. Ja. Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Und unbedingt, man sieht ja auch nicht so viel Blut, weil es ist ja schwarz-weiß. Ja, also ich habe gerade überlegt, ich finde, es gibt jetzt gar nicht so, das ist ja jetzt kein Film, an dem man viel ruminterpretieren muss oder so. Also, nö. Ich kann jetzt im Nachhinein gar nicht so viel sagen, außer sollte man sich anschauen. Sollte man gesehen haben, ja. Ja, und die Fragen, warum das denn funktioniert, die haben wir ja, glaube ich, schon gesprochen. Also warum diese Aktionen denn überhaupt funktionieren und was dazu führt, dass die funktionieren, das haben wir ja eigentlich schon, haben wir schon besprochen. Immer noch verrückt. Ja. Nun gut. Dann, und trotzdem ist der, so viel vielleicht nur noch, trotzdem ist der Herold über den ganzen Film ja, also man drückt ihm jetzt nicht die Daumen, aber er ist jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie so ein, also ich finde den Kipinski finde ich als Menschen unsympathischer dargestellt als den Herold. Mhm. Also weil der hat irgendwie sowas Sadistisches und der Herold, der hat irgendwie trotzdem immer noch, also der bewahrt sich schon so ein bisschen was von, er ist kein Monster, obwohl er offensichtlich schon eins, also schon einfach gar keine Probleme damit hatte, so viele Leute umzubringen. Ja, und vor allem halt auch das genau. Völlig unnötigerweise. Die in der gleichen Situation war, in der er ja vorher war, denn er war ja vorher der Verfolgte. Ja. Also, ja. Ja, Entschuldigung. Wie? Entschuldigung. Na, ich habe dich jetzt nochmal unterbrochen. Nö, macht nichts. Ich wollte nur Schluss machen, weil niemand was gesagt hat. Ja, machen wir Schluss. Okay. Ist Schluss mit lustig jetzt. Okay, gut. Dann, wenn Sie diesen Film noch nicht gesehen haben, liebe Zuschauer, Hörer, innen, dann schauen Sie los diesen jetzt. Film. Ja. Los. Jetzt sofort, solange er noch bei Prime ist. Der ist nicht mehr bei Prime, wir haben den doch gekauft, geliehen. Ja, oder hast du den bei Prime? Ich hab den geliehen. Ich habe den kostenlos. Nee, stimmt, der war bei Prime, richtig. Ja, alles klar, alles gut. Labert er wieder. Bis der Podcast erscheint. Man weiß es nicht, wie dann die Lage ist. Aber merkt euch mal den Film. Ja, genau. Der kommt bestimmt wieder. Wenn Prime dann sowieso den nächsten. Der war auch vorher schon mal drin, weil ich habe den damals auch gesehen, der war bei Prime. Ja. Gut, gut. Dann auf Wiedersehen. Hören. Ach, ich bin erkältet. Wie auch immer. Wir sagen jetzt alle gute Besserung, Tim. Danke. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.